Frau Bröder, schön, dass Sie jetzt noch einmal Zeit haben. Die amtierende Miss Germany ist auch katholische Religionslehrerin und trägt den Titel Schönste Frau Deutschlands. Schönheit und Klugheit und Glaube passen perfekt zusammen. Was finden Sie an Laiengremien oder an, zum Beispiel, weil Sie erzählt haben im vorigen Gespräch, Pfadfinderschaften oder KJG-Gruppen, so spannend, weil Sie auch erzählt haben, das sind so die ersten Erfahrungen, die man als junger Mensch machen, die man mitnimmt fürs ganze Leben. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Ich habe da ganz, ganz tolle Erfahrungen mitgemacht. Also bei den Pfadfindern war es damals so, dass ich noch ein bisschen jung war, aber dadurch, dass meine Mutter die Pfadfindergruppe geleitet hat, war ich immer dabei. Was mir immer besonders noch im Kopf geblieben ist, als wir damals das Friedenslicht am Bahnhof in Göttingen abgeholt haben. Das war eine ganz tolle Gemeinschaft. Wir waren vorher alle zusammen am Weihnachtsmarkt. Und ja, es ist immer einer für alle und alle für einen. Und das ist also was, was auch, finde ich, auch ja, die Persönlichkeit ein bisschen prägt und fördert, diese Teamfähigkeit. Das ist auch das, was ich oft in der Schule merke, dass es den Kindern daran manchmal so ein bisschen mangelt, auch mal für den anderen einzustehen. Ist es das, dieses Gemeinschaftsgefühl? Man sagt ja oft, wenn man so guckt, Menschen, die gestärkt durch das Leben gehen, dann guckt man ja, welche Erfahrungen hast du mit Kirche ganz am Anfang in deiner Jugend gemacht? Glauben Sie, dass da was dran ist? Ja, also auf jeden Fall, das gehört schon dazu, weil das ist ja ein Alter, wo auch die Grundsteine gelegt werden. Wir haben heute das Thema Zukunft von Glaube und Kirche. Welche Zukunft sehen Sie denn an der Kirche? Was müsste sich da vielleicht auch tun, dass es eine vielleicht bessere Zukunft gibt? Ich bin leider keine Hellseherin, deswegen, man kann ja immer nur munkeln und mutmaßen. Ich persönlich habe mir aber auf jeden Fall vorgenommen, den Schülern das auch zu zeigen, dass es jung und modern ist, dass Kirche nicht alt verstaubt ist und die Klischees einfach mal so ein bisschen loszulösen. Das heißt, ich gehe auch mit den Schülern in die Kirche und habe mir auch vorgenommen, 2018 ist der Katholikentag ja bei uns in Münster, dass ich da bestimmt mal mit den Schülern hingehen Schön. Werde. Schön, toll, das freut uns. wenn Sie sagen, Vorbild sein und mit den Schülern auch was machen, also Sie waren jetzt, glaube ich, 1,5 Jahre haben Sie bislang unterrichtet schon in Religion, oder? Ja, also knapp über ein Jahr. Ich hätte jetzt eigentlich dann zum Herbst hin mein zweites Staatsexamen gemacht. Das machen Sie dann nächstes Jahr wahrscheinlich. Ja, also die Beurlaubung geht genau bis zum 28. Februar und am 1.3. stehe ich pünktlich wieder in der Schule. Wenn Sie jetzt so als Miss Germany durch Deutschland touren, spielt da der Glaube auch ein Stück weit eine Rolle? Also sind Sie da auch ein bisschen missionarisch tätig, dass Sie dann sagen, ja, Gott hat mir auch diese Schönheit geschenkt? Ja, so sehe ich das jetzt halt nicht. Man muss natürlich auch ein bisschen was dafür tun. Man steht ja nicht morgens auf und sieht perfekt aus. Also es ist natürlich aber, was ich vorhin gesagt habe, mein unsichtbarer Begleiter, mein Fundament, was immer mitschwingt. Und dementsprechend komme ich so auch ganz gut durch die stressigen Tage. Wer begleitet Sie dann so durch den Alltag? Ist da auch ein Stück weit Gott dabei, dass Sie sagen, ich spüre das in manchen Momenten? Also haben Sie in Ihrem Leben schon die Erfahrung gemacht, da ist Gott dabei gewesen? Ja, auf jeden Fall. Also jeder hat ja mal Situationen gehabt, wo man vielleicht doch manchmal mehr Glück hatte und ich glaube auch sehr ans Schicksal. Ich glaube, dass vieles vorbestimmt ist und dementsprechend schwingt das immer mal wieder mit. Gab es da ein konkretes Beispiel auch, wo Sie sagen, da war es besonders schwer vielleicht auch in meinem Leben? Also ich kann mich nur an eine Situation erinnern, das war, als ich im Jugendalter war, als ich mit zwei Freundinnen in der Disco war und wir sind zurückgefahren. Und da das nicht ganz bei uns am Heimatort war, haben wir uns verfahren. Und als wir dann wieder auf der richtigen Strecke waren, war die Strecke gesperrt. Und am nächsten Morgen haben wir erfahren, dass dort drei Jugendliche ums Leben gekommen sind, die in ein anderes Auto reingefahren sind. Und wir haben uns immer gedacht, wenn wir uns nicht verfahren hätten, hätten wir es sein können, die wirklich genau da langkommen an der Strecke. Und das ist wirklich was, wo man manchmal sagt, okay, das war bewusst gewollt, dass wir uns verfahren. Also ich meine, wir kannten uns ja einigermaßen aus, haben uns aber trotzdem geschafft, uns einen falschen Weg eigentlich erstmal zu suchen, bevor wir dann auf dem richtigen waren. Und das war ja doch vielleicht irgendwo Schicksal. Wie erklären Sie sich das jetzt, unabhängig vom Schicksal? Hat da vielleicht auch Gott oder vielleicht auch seine Schutzengel da mitgewirkt? Ja, also für mich auf jeden Fall. Ich habe das erst Jahre später so realisiert, was wir eigentlich für ein Glück hatten. Und dementsprechend ist es auch heute noch so, wenn man da lang fährt, das ist immer wieder da und denkt so, okay, da war was, was uns schützen sollte, weil wir sollten definitiv noch nicht gehen. Also mich berührt Ihr Glaube sehr. Jetzt stelle ich mir das gerade so vor, als Miss Germany und als Model kommt man ja vielleicht auch in so eine oberflächliche Welt oder die wird vielleicht von außen so wahrgenommen. Ist das wirklich so, dass Gott da vielleicht gar keinen Platz hat oder der Glaube oder wenn man darüber spricht und sagt, ich bin Religionslehrerin, schütteln alle den Kopf oder wie ist das bei Ihnen?
Ich muss natürlich eigentlich tagtäglich in sämtlichen Interviews mit Klischees auch aufräumen, weil viele leider auch den Miss Germany-Wettbewerb mit diversen Castingshows aus dem Fernsehen verwechseln. Das ist leider so, weil bei den Castingshows wird natürlich ein perfekter Mensch gesucht, der sich verstellen muss. Die müssen sich die Haare abschneiden, die kriegen Kleider angezogen, die sie nicht mögen. Und darum geht es bei einer Miss Germany-Wahl nicht. Ich habe mir selber ausgesucht, wie möchte ich mich präsentieren, welches Kleid ziehe ich an. Und dementsprechend schwingt da natürlich auch was ganz, ganz anderes mit. Es wird geguckt, wie kann können die Mädchen reden und ja, steckt viel, viel mehr dahinter als wirklich nur so das rein Optische, was man so, das Äußerliche, was man sieht. Haben Sie dann kurz vor der Wahl noch so ein Stoßgebet nach oben geschickt zum lieben Gott oder ein Kreuzzeichen gemacht? Also ich habe nicht direkt an den lieben Gott ein Stoßgebet hochgeschickt, sondern zu meiner Oma, die vor anderthalb Jahren gestorben ist. Denn die hat sich immer sehr gewünscht, dass ich einmal bei der Miss Germany-Wahl teilnehme. Die hat mich 6 Jahre lang unterstützt. So lange habe ich nämlich mitgemacht, um mal ins Finale zu kommen. Und ich habe auch ihren Ring getragen am Finalabend und dementsprechend habe ich dann ganz, ganz doll an meine Oma gedacht. Das ist schön. Was möchten Sie den Menschen, oder eigentlich wäre die Frage, kommt die Oma auch in Ihrem Buch vor ein Stück weit? Meine Oma ist natürlich ja, ein ganz großer Bestandteil vom Buch, weil genau darum geht es auch, dass sie immer daran geglaubt hat, dass ich das schaffe, auch dahin zu kommen. Und wie gesagt, gerade die Geschichte, dass ich ihren Ring auch getragen habe, an der linken Hand, weil es näher zum Herzen ist. Und ja, das war mein Glücksbringer an dem Abend. Schön. Ich glaube, viele sollen Ihr Buch lesen. Was ist die Botschaft, die Sie mit Ihrem Buch, vielleicht sagen Sie auch nochmal den Titel, der ja jetzt ganz neu ist, was sollen die Menschen da mitnehmen? Welche Botschaft von der Miss Germany? Also der Titel ist Das Schöne in mir mit Glauben zum Erfolg. Das Schöne in mir sagt es eigentlich schon, es geht nicht um Oberflächlichkeit, nicht nur ums Äußere, sondern dass die Schönheit auch ganz, ganz viel von innen und vom Charakter und der Persönlichkeit her auch auskommt. Vielen Dank, Frau Brüder, für das schöne Interview und bitte lesen Sie das Buch.